Wieso konnte ich die nicht erwischen? Das war gar nicht geil, ey. Ich habe übelst das Leben verloren wegen denen. Stehe ich hier, ich armer Tor, und krieg die nicht tot oder was? Leck mich. Den nehmen wir gleich mit. Das sind ja nur zwei, ne? Da ist noch einer. Ach, den haben wir schon. Ich habe mir auch schon. Was zum Teufel? Ja, essen wir wieder ein bisschen Fleisch. Oh, wir essen so viel Fleisch, ey. Wir müssten eigentlich explodieren, aber egal. Oder erstmal Apfel. Ja, Apfel bringt gar nichts so gut. Das gefällt mir frei gar nicht. Okay. Genug gefressen. Waffen raus, weiter geht's. Da hinten liegt eine Waffe. Ich hoffe, die ist was wert. Schädelbrecher. Nee, Steinbrecher. Hui. Was ist denn so ein Steinbrecher wert? Mehr oder weniger? Oh, ist das gut. Wieder ein bisschen stärker. Also hier geht's auch nicht weiter, okay. Aber hier kann man wohl hoch, hä? Nee, da kann man nicht hoch, schade. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Keine Chance. Also, auch das hier war eine Sackgasse, aber egal, was man alles mitgenommen hat. Was tot ist, ist tot. Ich weiß gar nicht. Ein Gardist? Was ist das eigentlich für ein Viech? Ein Orksklave, kann ich mit dir reden? Nö. Der will nicht. Okay, ich fürchte, wir müssen da runter, hä? Du sagst uns jetzt, dass wir da nicht weiter dürfen, oder wie? Nee. Also sagt irgendeiner von euch was mehr? Für Gomez. Für Gomez. Was ist mit dem Ork da? Unser Gefangener. Sein Glück, dass das Zahnrad des Stampfers gebrochen ist. So kann dieser Hundesohn ausruhen. Wenn der Stampfer repariert ist, wird er wieder arbeiten. Schließlich ist er nicht zum Faulenzen hier. Okay. Erzähl mir was von den Crawlern. Die Drecksviecher machen uns das Leben schwer. Ich weiß nicht, wer mehr Arbeit macht. Die Viecher oder die Butler? Vielen Dank. Deine Informationen haben mir sehr viel weitergeholfen. Na, hier geht's nicht weiter. Wo kommen wir rein? Ach, guck mal, da ist ein Tor. Das ist ja süß. Ich ahne auch schon, was hinter diesem Tor ist. Ich meine, die werden ja sicherlich nicht grundlos ein Tor aufbauen. Das heißt, die ganzen Templer sind alle falsch. Die sind alle da und gucken ein bisschen. Das ist ja süß. Und da scheint tatsächlich dahinter ein neues Kapitel zu sein. Für Gomez, ja, ja. Für Gomez. Der ist nicht glücklich. Dann speichern wir hier jetzt auf jeden Fall einmal, ey. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange ich aufgenommen habe, weil Mutti unbedingt was sagen musste. Hey du, für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben.
Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Okay. Ich denke, der Tipp ist ziemlich eindeutig. Können wir da hoch? Beziehungsweise vor allem eher, was ist da oben? Was ist da oben? Und da oben ist... Ah ja, nix. Das ist ja süß. Da hinten steht doch einer. Hey du. Für Gomez. Für Gomez. Der hat auch nichts zu sagen. Ja, du bist ja lustig, ey. Nur so Loser hier. Ist ja peinlich, ey. Ich frag mich, ob man da überall... Da sind so viele Plattformen, wo man drauf stehen könnte. Kann ich denn da nicht hin? Das wäre ja mal mega geil. Oh, ging tief runter. Wir haben es überlebt. Das heißt, wir müssen also... Jetzt haben wir hier eine Fackel oder sowas. Haben wir da... Halt, Fackeln sind unser Sonstiges vermutlich. Fackeln. Das ist cool. Okay, das heißt, sobald die Viecher kommen, können wir nicht mehr auf ihre Hilfe bauen. Das ist scheiße. Wie war das? Die Fackel können wir auch nicht mehr ausmachen und mitnehmen. Einmal angezündet ist so eine Fackel im Arsch. Wenn wir Pech haben, können wir damit auch keine Leitern steigen, dann haben wir eine Fackel verschwendet. Das wäre ärgerlich. Aber man kann Licht machen, indem man die Drecksteile anzündet. Okay. Hoi, so viele Items. Wir müssen jetzt zum Ian. Ich hoffe mal, der ist nicht so wütend auf uns, weil wir die Leute alle verarschen und ihn und sie alle zu ihm schicken und er dadurch voll viele Leuten sagen muss, dass wir sie verarscht haben. Kann ich denn die Fackel auch irgendwie wieder wegschicken? Ich glaube nicht, ne? Auspusten geht nicht mehr. Schade. Jo, dann müssen wir den Ian fragen, denn wir wollen jetzt die Mission machen und die ganzen Minecrawler töten. Siehst du unsere Fackel? Wir sind der olympische Läufer für alles und jeden und überhaupt. Achso, hier geht's nicht höher. Wo ist denn der Ian? Dieser Vollpfosten. Dieser Lördes. Vermutlich tatsächlich da oben. Na, das ist ja praktisch. Da drin ist also das Nest. Wir müssen sie alle töten. So. Ja, wenn du meinst. Ich hoffe mal, dieses Nest ist wenigstens nicht zu weit weg. Weil ich habe nicht jetzt Bock, hier die nächsten 20 Jahre so ein Nest zu suchen. Ian, der olympische Fackelträger, er kommt. Hey, Ian. Für Gomez. Für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ich habe eine Idee, wo ich eins herbekomme. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich habe eine Idee. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich mich vor einiger Zeit gefragt habe? Scheinbar sind die Fackeln übrigens unendlich lange, das ist schön. Und er hält sie auch bei der Leiter fest. Oh, ist das perfekt, Mann. Da könnten sich einige Spiele mal eine Scheibe von abschneiden. Was wetten wir, dass wir das Teil da oben zertrümmern können irgendwie? Und dann können wir da ein Zahnrad mitnehmen am Eingang. Das habe ich doch vor kurzem erst gesagt, dass man da vielleicht möglicherweise und so, ne? Ihr wisst schon. Haha, und wir sind so verdammt mächtig. Wir machen 80 Schaden auf einmal. Statt vorher 40, also das ist gut. Das sieht auf jeden Fall... Ach, Gossex sieht schon geil aus. Okay, können wir auch hier hochlaufen? Ich habe keinen Bock, andauernd Leitern zu steigen.
Nein. Nein, Mann, ich hab nicht Nerv. Ja, bleib doch stehen. Geht doch. Und war auch nur überhaupt schwer. So, so, das ist hier schon mal praktisch. Wo kommt man hier jetzt wieder raus? Da hinten, ne? Tralalalalalala. Was sind das für welche? Lieber mal speichern. Wir waren jetzt bei der 3, ne, 4 schon wieder. Eieiei. Manche lernen eben gar nichts dazu. Das ist wirklich nicht. Wer bist du? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Crawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Andauernd stoße ich gegen das Mikro, das ist nicht gut. Nein. Ich bin mir absolut sicher, dass ich hier so ein Teil herbekomme. Wie komme ich da hoch? Beziehungsweise, wo kriege ich dieses Zahnrad her? Gibt es hier überhaupt eins? Wir brauchen so ein Rad, das sich dreht. Wie kriege ich mal denn das jetzt hin? Seid ihr alle eingesperrt? Ich habe noch keine Idee, wo ich so eins herkriege. Wo kriegt man so eins her? Ich hab auch keine Idee. Wow, der kann gut springen. Zahnrad muss hier, irgendwo muss es möglich sein, ein Zahnrad zu kriegen. Ah, das ist doch so ein Riesenteil, oder? Er hat doch absolut noch keine Idee. Vielleicht können wir andere Leute fragen. Und die wissen das dann. Ja, nee, ohne Scheiß, ich hab keine Ahnung. Ein Zahnrad, wo kriegen wir denn jetzt ein Zahnrad her? Ich fürchte mal, da muss man wieder aufmachen. Wie auch immer der das jetzt geschafft hat, ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen wir wohl so langsam zu den schweren Rätseln. Aber das müssen wir irgendwo... Gibt es vielleicht irgendwelche Tipps im Tagebuch? Er erwähnte einen verlassenen Nebenstollen. Den hat er überhaupt nicht erwähnt. Ja, wissen wir ja immerhin schon mal, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht... Ja, der verlassene Nebenstollen. Den habe ich schon gesehen, ja. Da sind auch noch mal ein paar Viecher drin, die kriegst du nicht, die musst du alleine töten.
Deswegen hatte ich da auch kein großes Interesse vorhin noch. Ja, ja. Den hat er zwar nicht erwähnt, wenn ich mich nicht täusche, aber doch, an den kann ich mich erinnern. An den kann ich mich erinnern. Der ist hier irgendwo. Ich weiß aber gar nicht, wo der ist. Ja, 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 ja. Was hier war der mit den Losern, die nichts können? Der war es nicht. Ja, 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 okay. Okay, okay, okay. Ja, 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 den kriegen wir. Der ist hier irgendwo. Den kenne ich. Also, da war ich auf meinen Trainingsdingern schon, wo ich erkennen durfte, dass wir die Minecrawler nicht besiegen können. Da war ich gewesen. Und der ist hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber den gibt's hier, ja. Ist das vielleicht da hinten? Ist der da hinten irgendwo oder so? Keine Ahnung. Vielleicht so, nö, hier ist er nicht. Okay. Dann ist er wohl noch weiter unten. Ja, 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 ja. Ja, ja, okay, an den, ja, von dem weiß ich. Von dem weiß ich, ja. Ja, ja, ja. Die Frage ist nur, wo ist dieser Stollen? Weil eigentlich war der doch weiter oben, oder? Ja, da will ich nicht hin. Boah, wo war denn dieser Stollen? Ah, das war ein total beschissener Stollen. Der ist nicht irgendwo... Der ist weiter oben, der muss weiter oben sein. Da unten sind schon die Schläfer, ne? Oder Tempel oder wie auch immer. Naja, das ist zu weit unten, da ist der nicht. Der war vor ihr noch. Boah, wo war denn der? Der muss weiter oben gewesen sein, aber wo? Haben wir irgendwie so die Möglichkeit, das ging auch irgendwie so, dass man nach oben guckt, ne? Ich sehe nichts. Also mit Maus sollte ich mich nicht umschauen, weil das hat keinen Zweck.